Was geht ab, egal, Schild? Willkommen zurück zu einer Folge Trials Fusion. Mit dabei sind die üblichen Verdächtigen. Und wir spielen eine Schwere zum Einlippen und danach extrem. Einlippen? Wir starten mit Track 3. Hast du Einlippen gesagt? Viel. Genau. Zum Was Einlippen. Ist denn Einlippen? Das ist, wenn du dich einlippst. Ist das schon das Sexquiz jetzt hier, oder? Nee, das hat nichts mit Sex zu tun. Das ist ja, woran du dir wieder denkst. Ja, echt mal. Hey. Und das bei mir auch noch, ja? Ich würde doch niemals solche Referenzen. What the fuck, den Spruch habe ich ja nicht in 1000 Jahren. Aber vielleicht jetzt. Schon rum die 1000? Ja. Oh. Oh, diese Buckelpisten. Oh! Warum sollte man das tun? Nein! Ich sehe den Grund. Hier kam gar kein Sprung mehr, oh mein Gott. Okay, der ist ganz geil. So eine Backflip-Hilfe. Okay, wie no! Wie komme ich denn da runter? Vielleicht aber auch nicht für jeden. Wie komme ich denn da runter? Wo ist denn der Schalter dafür? Der loopt ihn geradeaus. Oh, no. Du fährst geradeaus, der. Zack. Ja, Looping mit Vollspeed. Und. Bumm. Und. Na. Ich muss da links hin, ne? Ja, du musst da hinten rollen. Immer der. Das Graue ist nur Stütze. Und ja, ja, das habe ich nämlich auch gemerkt, weil da bin ich noch nicht hingekommen bisher. Ja, du musst den halt schnell Ziel, schaffen. Alter. Jetzt, wenn du dreh mal. Ja, genau. Hä? Hä? Sepp, mach weiter! Hä, bin ich hier richtig? Ja! Oh Gott! Oh, Peter! Ah, sag das doch! Das ich dachte, ja, ich Peter. Muss da auf den Knopf nach hinten, drücken. Peter. Schön langsam, ja? Bleib geschmeidig. Nein! Bleib geschmeidig! Und weiter. Oh. Ja. Kannst du schaffen, Peter. Wenn du jetzt alles in einmal machst, kannst du schaffen. Nein! Backflip. Bumm. No, fuck! Jetzt schaffst du es nicht mehr. Nein! Was war das denn? Belastend. Ja. War nicht so gut. So. Colored Boxes. 30 Colored Boxes. T30. Kann ja nicht so schwer sein, sind ja nur 30, ne? Ja, aber wir müssen ja, vielleicht heißt ja, vielleicht genau. Heißt der Typ ja auch T30. Der und dann weiß es nur 29 Boxen. Da wäre aber Abzug. Stupid! Da wäre Abzug, wa? Ich hab für 30 bezahlt, also. Moment. Yo. Okay, okay. Ist das schon ein Checkpoint danach? Oder? Nein! Ah! Ich bin sogar fast noch auf die Rote gekommen. Ich hab ein bisschen das Gefühl, das ist eine No-Checkpoint-Map. Boah, ich finde den ersten Sprung gar nicht so einfach. Ist ja auch nicht. Und ich glaube, meine Idee ist auch gar nicht die richtige. Nee, nee, nicht. Ich komm da nicht immer hin. Nee, ich auch nicht. Ja, nicht. Aber was machst du denn oben auf den Pin dann, Mann? Ja, springen. Das. Ja, springen. Nicht so 100%. Ey, das ist aber krass. Also, ich denke, nach vorne ziehen und kurz vor der blauen Box nach hinten ziehen, um den größten Sprung zu haben. Aber das kriegen die mal hin. Jo, ich war kurz auf der roten. Mit dem Vorderreifen auf den blauen. Dann ein bisschen balancieren und dann. Mit Schwung rüber. Ich hab mir voll den Kopf gestoßen. Irgendwie alles noch. Aber da oben ist bestimmt kein scheiß Checkpoint. Okay, was ist der Trick auf das blaue Ding? Vorderreifen drauf oder Hinterreifen? Ja, drauf? Also ich hab mich einmal eingehakt. Ich würde Vorderreifen sagen. Im Vorderreifen, also dann bremsen jetzt. Und dann Bunny hoppen mit dem Hinterreifen rüber.
Aber mein Bunnyhop war bisher immer zu lasch. Ach, man muss bremsen, oder? Wenn man da hochfährt? Ja. Also, nee, an der Wand nicht. Aber oben dann bremsen und mit dem Vorderreifen draufziehen. Komm schon, Baby. Lass mich doch jetzt mal auf dieser gelben, geilen Stange gleiten. Mit Hinterreifen drauf wirst du den Bunnyhop nicht hinkriegen, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, da habe ich auch schon Profis gesehen, die dann von Hinterreifen auf Vorderreifen wechseln und dann irgendwie, aber das ist unrealistischer als anders. Also einfach hochfahren und Vorderreifen drauf. Oh. Dadurch habe ich es noch nicht geschafft und Vorderreifen da. Also so, dass ich X drücken konnte. Ne, ich auch nicht. Ich knall da irgendwie immer drüber. Oh, da ist einer oben. Ah ja, das war ich, aber zu früh in die Bremse gegangen. Jetzt komme ich aber nicht mehr auf die gelbe Flucht. Oh! Peter, bist du viel Schwung, oder was? Ja. Direkt auf der schwarze geflogen. Nee, ich bin vorne rüber bei dem Türkisen. Ja, ich bin auf Rot! Nice! Schön. Ah, fuck! Nein, nicht noch runterfallen. Auch nicht nervös werden, Dennis. Nein! Nein! Und tschüss! Scheiße. Okay. Weiter. Okay, nochmal auf Rot. Nice! Oh, ne. Und wieder nicht geschafft. Was ist denn das Problem auf Road? Die Wand wahrscheinlich hoch, ne? Muss die Wand dann danach da hoch, ja. Und dann mit dem Vorderreifen da wahrscheinlich auch wieder drauf. Oder Hinterreifen einhaken. Soll ich das schnell... Ja, Rot, nein! Warum schaffe ich jetzt den Sprung auf Gelb nicht mehr? Ja, hatte ich gerade auch die Phase. Hä? Gerade bin ich manchmal auf Gelb gesprungen, da bin ich fast drüber gesprungen so weit. Ja. Ach so, Peter. Peter ist weit, so streckt die Augen. Ah, komm schon, Baby. Nee. Oh, das ja, auf Rot. Ich komme nicht mehr auf Gelb. Schon seit 20 Sprüngen. Oh, ich bin auf Rot. Nein, ich bin nicht auf Rot. Ach, fick doch mein Leben, Alter. Oh, immer noch auf Rot. Nein, ich war auf Schwarz. Aber das hat nicht gereicht, weil es eine runde Kante ist und mein Reifen nach hinten gerollt ist. Beim Bremsen. Hast du zufällig einen Checkpointer gesehen? Nur so für den Motivationskick? Nee, ich war nur mit dem oben drauf. Das hat aber nicht gereicht. Ja, das war ja auch die Kante ist halt rund. Das ist ja asozial. Nee. Ich war auf Rot und stütz mich ab, weil ich dachte, ich mach's in einem. Ja, du kannst nicht immer alles in einem machen. Doch. Oh. Okay, ich bin auf Rot. Was mache ich jetzt? Einfach hier bleiben. Einfach die Wand hochfahren, dann mit dem Vorderreifen. Eigentlich, okay, ich bin auf Schwarz. Oh, nice. Hier ist ein Checkpoint, Bitches! Nice! Ah, Mist. Ja, das war nix. Das war alles nix. Oh! Okay. Danach ist es einfach, oder was? Danach ist Ende, ja. Ich bin ja schon fast am Ziel. Die einfachen Sachen noch nicht gefunden. Ich bin auf der Suche. Komm, Baby. Nein, jetzt bin ich an dem Schwarzen abgeprallt. Ich transpiriere leicht. Ach, fick! Jawohl, hi, Peter. Nice. Ich bin gerade im Schwarzen nichts, was meine Gefühle sehr... Bitte, was?!
dann bin ich drauf geklatscht mit meinem Gesicht einfach. Nee, nee, machen wir nochmal. Oh, wen haben wir denn da? Oh, nee. Hallo, Freunde. Wohin mit uns hier? Okay, das wird also komplett gerade. Ja. In Orangen habe ich. Hallo, Dalu. Hallo, Peter. Hier ist ein Checkpoint. Ja, ist das nicht schön? Yes, aber jetzt auch easy anscheinend. Nein, okay. Den? Ah, doch, ich habe ihn verstanden. Oh, der ist interessant. Okay, da, meine Backflip-Taktik ist nicht optimal, glaube ich. Ah, komm bitte. Ne. Okay, dann doch. Alter, Dalu, wie schaffst du das da, mehr Speed zu haben? Du musst direkt in dem Winkel auf die Rampe fahren, dass du, dass du halt in einem durchfahren kannst. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Bin jetzt auch beim Schwarzen. Wait, wie macht man das denn jetzt hier? Ich glaube, du brauchst den Schwung. Oh, ich glaube, du musst dich mit dem Hinterrad einhaken. Habe ich mir auch schon gedacht, aber ich komme halt nicht an. Ah, komm schon, Baby. Ah. Ja, Peter, das ist es. Du brauchst den Schwung von dem Blauen. Also der Bunnyhop von dem Blauen auf dem Schwarzen, da musst du in einem rüber düsen. Fast. Oh ja, fast. Ach, Mann. Das ist so unsmooth, wenn ich immer auf dieses Grüne fahre. Ja, ich verliere die Traktion da teilweise. Kostet Versuche hier gerade. Scheiße. Ne, jetzt gerade zerdengelt. Scheiße, ich krieg keinen Speed mehr. Oh, komm. Ah. Ja. Nee, das war gar nix. Alter, meine Hände sind so... Meine Hände sehen aus, als wenn ich 3 Stunden in der Badewanne war. Alter. Ich hab gleich eh keine. Oh. Versuche mehr. Das war doch schon wieder beschissen. Manchmal frage ich mich. Ich mache immer das gleiche nach dem Respawn, um auf das Grüne zu kommen. Manchmal klappt es und manchmal einfach nicht. Man macht immer genau denselben Move. Ja, das ist dann aber wohl ein Millimeter. Yeah. Habt ihr euch da oben bei Orange eingehakt? Na, ich glaube nicht. Scheiße, zu viel Gas gegeben. Wenn ich mir angucke, wie weit wir auf der Strecke sind, werde ich jetzt mal die gewagte These in den Raum werfen, dass das keiner von uns schaffen wird. Ich schaff das noch. Zumindest den ersten Checkpoint. Oh Mann, ey. Oh Gott. Wie gesagt, ich glaube, stehen bleiben ist gleich. Ja, ja. Ja, ja. Ne. Ach, da ist doch alles hier. Ich das yes. Sehe bei Bram, dann glaube ich, habe ich mich eingehakt. Ich habe mich mit dem Hinterrad eingehakt. Oh, das wird nix.
Jo. Da ist er. Ihr habt ja Grüne gemacht. Im richtigen Winkel auf das Grüne und dann Full. Und jetzt weiter, nicht stehen bleiben, nein! Ah. Ja, okay. Easy. Nice! What the fuck? Das war gar nicht so schlecht. Okay, ich habe es nicht geschafft. Damn it. Ah, super knapp. Fast geschafft, ne? Ja, also... Nein! War echt knapp. Ah! Ja, das war ja schon mal gar nichts. Wow! Na, ja, okay, das kann ich schon wieder vergessen, ne? Okay, oder auch nicht. Oh, das sah gut aus. Oh, ne. Nee. Und Gesicht und Klatsch. Schade. Aha, noch ein paar Versuche. Krieg schon mal hin. Oh, okay. So nicht. Der sieht gut aus. Ah. Du musst den Arsch rausstrecken. Ja, ich weiß, wie beim Popo-Sex. Der sieht sehr gut aus. Ja. Nein, zu weit sogar. Das kann nicht wahr sein. Der war zu weit. Krass. Nee. Oh, rettig! Nein! Rettig! Da jetzt wieder einen geilen Kommentar schreiben. Was es in Gießen nicht gibt. Bram. 14 Minuten 12. Rettig! Du redest ja von dem TikTok-Ding, wa? Ja. Ja, allgemein schreiben die Kommentare schreiben wir immer gerne. So Jokes. Ah, letzter. Okay. Ja! Ja! Easy! Nein! Nein, das kann nicht wahr sein! Aber ich bin bis dahin. Ich hab den Checkpoint gekriegt, ja. Ja, aber trotzdem war das wieder. Nice! War schwer. Wir haben ja noch nicht mal alles gesehen. Oh, Donkey nehmen wir. Nehme ich den Donkey. Ich nehme den Donkey nicht. Peter, 150 Versuche. Oh Gott. 150 Versuche Donkey, Alter, Junge. Die ersten 6 Meter sind weg. Ja. Ey, Mann, ich mach das jetzt mit dem Donkey. Ich werde einen riesen Vorteil haben im Vergleich zu euch. Ja, wer weiß. Oh shit, ich hab weggecrashed. Nee, bin ich noch nicht. Ah, jetzt. Ach du Scheiße, ich hab einen großen Fehler begangen. Der dreht sich viel schneller, ne? Ach du Scheiße. Kamera ist irgendwie komisch. Oh, das war ein Fehler. Hätte mich auch mal warnen können. Sorry, Peter. In welcher Situation ist die Donkey denn halt wirklich nützlich? Ja, das ist eine gute Frage. Nicht meine Donkey-Only-Strecke ist die gut. Aber die Strecke scheint kurz zu sein. Fuck, ey, die sieht sogar ganz cool aus. Ja. Macht doch Spaß, wenn man nicht den Donkey hat. Nee. Oh, was? Moment, kriegen wir das noch hin? Das kriegen wir gerettet, oder? Mann, wie hüpfig denn, dass ich halt nicht so weit abfliege? Wie hat diese Person diese Strecke mit einem fucking Donkey geschafft? Nee! Jawohl. Wie soll ich denn da hochkommen?
Hindernis wirkt so einfach, aber ich check das nicht ganz. Ja, das erste Hindernis ist hart. Mit einem Donkey? Ich finde mit einem Donkey geradeaus fahren schon hart. Das ist halt echt so. Wann ist denn der erste Checkpoint? Der ist ein Stück. Der mir hilft am Anfang Sepp, ein bisschen nach hinten zu fahren. Für den habe ich einen Trick. Ja, Sepp, das ist absolut so wirklich mit dem Duck. Ja, und Donkey. Zwar? Bist du das bei mir, Bram? Ja. Für die Rampe, pass auf. Du fährst ganz normal ohne links, rechts an die Schräge ran. Und wenn du auf der Schrägen bist, drückst du nach rechts, ist ja klar. Aha. Und dann, wenn du genug, lässt du einmal kurz Gas los, weil du springst dann automatisch auf diese Metallplatte. Oh, ja. Und dann fährst du einfach weiter. Das hat jetzt gerade bei mir einfach ein paar Mal geklappt. So, weil ich dann irgendwie im richtigen Winkel bin. Jo. Nein, komm, der erste Checkpoint muss da drin sein. Oh Mann, das ist so einfach eigentlich. Aber mir war er nicht drin. Ja, schon fertig. Ging aber ruckizuppi. Ja, ich bin immer gegen das erste Hindernis gefahren und dann so abgesetzt. Ich hab's nicht geschafft, auf die erste Platte zu kommen. Was ich mir bei dem Controller noch wünschen würde, wäre etwas, das den Widerstand des Controllers erhöhen könnte. Also, dass das Gas geben einfach richtig schwer ist. Ja, absolut. Ich hab Krampf, ey. So, jetzt. Nee! Ja. Okay. Ja! Oh Mann, Alter! Da bist du mal da oben, da bist du direkt am Müll! Oh Mann, ja nice, bist du ja direkt wieder da oben. Ja. Jetzt nicht einfach gegen die Wand fahren da. Ja! Lol. Ja, ist klar! Alter, Danu. Bist du einfach gemacht? Krank. Ich hab's gemacht, ja. Bram ist auch krank. Komm ich dir hinterher, mein Friend? Bruder. Wie habt ihr das. Was war der Trick bei der Wand? Moment. Einfach Gas geben. Ah! Ne, wirklich, und dann ganz kurz Gas wegtun. Ohne den Stick zu bewegen. Alter! Echt jetzt? Und in welche Richtung muss ich drücken, Bram? In keine. Du sollst es sicher nicht bewegen. Aha. Und dann kommst du halt so aus, dass du mit dem Hinterreifen einfach auf der Metallplatte bist. So. So. Nice, Bram. Okay, dann machen wir das so. Nee! Oh, what? Ja, genau! Ist diese Strecke krank? Ist sie einfach nur crazy krank oder was? Ach, shit. Ja, komm schon, Baby. Ach. Beide gleichzeitig gerade den Sprung gemacht, beide versagt. Ja, nein. Ah, das hast du beim ersten Mal doch direkt gemacht, Bram. Beim ersten Mal? Ja, nochmal runter. Und. Ach, ah, was? Nein. Boah. What the fuck? Wieso schaffe ich das denn jetzt nicht mehr? Ich bin einfach zu langsam. Ja, das war gut. Hose! Boah, Alter, der danach ist halt einfach super krank. Und du musst da schon den Schwung mitnehmen, quasi vom Reifenwechsel. Ja. Oh,
Ah, das ist aber... Oh, what the fuck. 69, nice. Jawohl. Ja. Nee. 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 Ich hatte sie einfach noch nicht unter Kontrolle. Scheiße. Wow. Ja. Dalu, warst du mal da drüben drauf und konntest gucken, wie der nächste Sprung aussieht? Auf dem Balken war ich. Ja. Ja. Ist verrückt, oder? Ist doch crazy. Okay, scheint dich nicht zu interessieren. Abgefuckter Motherfucker. Ja, es liegt daran, dass ich versuche, immer noch auf diesen ersten zu kommen. Ich habe ja alle 100 Versuche einmal. Das klingt wie eine Übertreibung. Start, weiß ich nicht. Weiß einmal drauf. Also noch. Ich war, glaube ich, schon zweimal drauf. Sogar. Oh, Junge! Scheiße, den Schwung hätte ich mitnehmen müssen einfach. Ja, das war... Ach, scheiße, ey. Dann kriege ich auch nochmal hin. Okay. Verdammte Kacke, Alter. Komm schon. Also ich da unten, dann kannst du da unten stehen bleiben an der Schrägen? Ist da theoretisch drin? Das ist bestimmt drin, aber nicht mit meinen... Mit meinem ja, aktuell nicht. Also ich stimme da dazu, halt, warum ich tatsächlich eigentlich lieber den alten Xbox-Controller nutze, ist, dass der Widerstand beim Gas viel schwerer war. Oh, hat sich ja gelohnt. Bringt es überhaupt was, auf der Plattform stehen zu bleiben? Nee, eigentlich nicht. Will ich auch gar nicht. Ja, am besten wäre immer Schwung mitnehmen, glaube ich. Ja. Mann, ey. Das ist doch scheiße. Ach du Kacke, ich bin ja froh, dass ich raus bin. Ja, das ist krass, da, was da kommt. Was ist das denn? Nein. Du musst da halt direkt so gut dran stehen, dass du den ganzen Schwung mitsnacken kannst. Da, du, ja, ich glaube, du darfst nicht Vollgas geben. Dafür ist die Schräge, glaube ich, zu schräg. Oh mein Gott. Was? Wieso komm ich jetzt hin? Ist halt schon krass. Ich bin ja mit dem Donkey jetzt das ja easy gemacht, ne? Ja, Peter. Wo bleibst du? Die ist auch kleiner, die hat mehr Platz da auf den Flächen. Wie gut ihr da schon alleine seid. Schon nice. Das war besser. Alter! Alter, das ist doch einfach. Was ist? Nee. Also, Bravo hängt da gerade so ein bisschen unglücklich. Nein! Aber war gut. Zeigt mir nur, ich kann das. Ach. Vielleicht probieren, wenn du hier oben nicht mit dem richtigen Schwung drauf bist, hast du direkt verkackt. Nee. 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 Gut gekriegt, ey, auf dem kleinen Fitzel. Ja, du musst da auf jeden Fall viel gerader ran, als ich da tue. Kann auf dem Stück kein Gas geben, ohne dass mein Vorderrad weggeht. Ja, das Problem hat Bram auch. Nee. Das bringt dir nichts, da oben zu sein. Oh nein. Gott, Alter! Schade. Ich krieg's einfach gerade nicht hin, das Gas so sensibel. Ja, das hab ich auch. Das sieht gut aus. Nee, der Winkel war ja schon wieder scheiße. Ja, bei Bram. Oh! Nein, warum ist denn da noch ein Loch?
Ich bin jetzt schon ein bisschen impressed von euch beiden. Ja, komm schon. Ich krieg hier kein Speed drauf. Scheiße, zu viel. Das war zu viel. Nein. Weißt du, dass du dieses... Finger, tu's nicht. Finger, tu's ja. nicht. Und der Finger geht immer weiter runter. Und denkst, nein, geht nach oben, Finger. Wie bei einer heißen Frau. Ich sehe auch Finger genau oben. Ja, genau, die Finger mal weiter nach unten. Du sagst, Finger, tu's nicht. Oh, ne. Ich hätte euch das beiden gegönnt, ihr wart so gut hier in dem Abschnitt. Scheiße, Alter. Wie gibt man denn leicht erst? Also das ist wirklich die hohe Kunst. Also man müsste den Controller umgreifen. Es gibt der Widerstand müsste dreimal, viermal, wenn nicht sogar zehnmal so stark sein, ja, dass du halt wirklich Kontrolle darüber hast. Vielleicht gibt es ja extra so modellierte und modifizierte Controller. Wie viel besser man auch im Trials wäre, wenn du so einen Controller hättest. Ja. Haben wahrscheinlich die Profis haben sich da selber Controller zusammengebastelt. Mit Special-Federn für jede Map. Ja, stimmt. Der Widerstand bei den Triggern ist nicht besonders groß. Oh. Für die Feinjustierung da ist das halt kacke. Mehr hoch. Na, komm. Schade, Bram. Eine machen wir noch. Gefällt mir gar nicht, da du jetzt die ganze Zeit vor mir bist wegen der scheiß Schweren. Was ist das für eine geile Mucke? Oh ja, cool. Hinterreifen. Okay, Moment, what the fuck? Ja, oh, ich war drüben! Hiya! Moment, ach so, Moment, das ist gar nicht Hinterreifen, die zweite. LOL! Nicht? Oh mein Gott! Nur so. Die erste Rampe, aber nicht das Ding da oben. Ach so, ja gut. Oh, da muss man diesen geilen Move machen. Ja, oder? Aber ich krieg's nicht hin. Ich krieg's gerade nicht hin. Ich bestoß mir immer den Kopf leider. Ich weiß nicht, wie der geile Move so richtig geht. Ich hab, brems mal. Ich weiß nicht, ob uns das was bringt, Peter, aber brems mal ja, kurz. Ich glaube, das bringt uns nichts. Nee, ich fürchte auch nicht. Ich glaube, du musst es rückwärts machen. Oh nein, nicht sowas. Aber wie dreh ich mich denn wohl am besten? Die erste Rampe so schnell geschafft habt, alle. Alles ist jetzt auch nicht einfach. Wahr. Okay, Peter, wie machen wir den? Also musst du, denkst du wirklich auf dem Kopf? Aber wie kommt man auf den Kopf, ohne zu fallen? Oh, ich hab's gerade aus dem Kopf gemacht, aber ja, du fliegst dann oben einfach raus. Ja, genau, also nach hinten gezogen, aber du musst halt, glaube ich, im richtigen... Warte, du musst... Scheiße. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das gemacht habe. Ich bin vorher einmal hochgefahren. Und dann runtergefallen. Und dann wieder hochgefahren. Und dann habe ich irgendwie. War ich auf dem Kopf, aber ich weiß nicht wie. Ah. Ich stoß mir immer Ich den hatte gerade irgendwie die Möglichkeit. Also ich glaube, wenn du die Rampe langsam hochfährst, hast du eine bessere Chance, dich schnell zu. Ja. Ich hab's. Also ich weiß, wie es geht. Langsam die Rampe hoch und dann nach hinten ziehen. Also wirklich ganz, ganz langsam. Weil, ja. Aber nach vorne noch bringt gucken? Es mir nix. Von oben ist man dann am Crashen. Ja, ja, also, doch. Ja, und? Nein.
Das ist immer noch der beste Move in Trials, Alter. Ah, scheiße. Ja, komm schon. Ah, das ist schön, schicke Jump, schön. Hast gut gemacht. Okay. Hätte ich auch getan. Hätte ich auch getan. Ich hab mich aber erst so oben rausgeschossen, also wie es sein soll, dann habe ich das Motor. Alter, wer hat sich denn dazwischen gebuggt? Ja, das ist ja, das ist kein Bug. Das ist der Move, den... Ach so, das muss man so machen. Genau, so habe ich es auch gemacht, bra. Ich bin einfach da reingefahren und abgesprungen. Ne, dieser Move da, das ist der, den du machen musst. Einfach gerade hochfahren und dann oben abspringen. Genau. Ja. Das ist viel leichter. Also, das ist belastend. Sorry, das war. Schade. Easy. Ja, GZ da, du nochmal. Ja, aber der Move war da trotzdem. Also, ich mag dieses. Ja, ich auch total gerne. Bedankt fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.